Monatsmission September, die zweite von drei Zwölferlisten, direkt rein ins Vergnügen. Ich hatte ja nur 280 Punkte gespielt in der ersten Liste, das heißt, langsam schon mal mental die Handbremse lösen. Wir müssen die Schlagzahl etwas erhöhen, das Risiko ein wenig erhöhen, denn für 900 am Ende kann ich mir nichts kaufen. Also das Ziel müssen schon irgendwo 1100, 1200 Punkte sein, das heißt im Zweifel etwas höheres Risiko. Allerdings gilt natürlich auch beim Skat: Willst du mit dem Kopf durch die Wand, dann holst du dir eine blutige Nase, zumindest ab einem gewissen Level, einem gewissen Niveau der Mitspieler, und das ist hier ganz sicher gegeben. Das ist der Grund, warum ich hier noch 18 halte, auf 20 dann aber schon aufgebe. Dafür ist das Spiel dann doch noch ein wenig zu dünn, wenn Mittelhand auch spielen will. Nun hat sich tatsächlich noch Hinterhand eingemischt und ich habe wieder ein perfektes, blankes Aufspiel auf die 20er Reizung. Stich geht auch wie geplant zu meinem Partner, allerdings nur mit drei Augen. Ja, da sehen wir es wieder, der hat die Herzflöte und hat ein bisschen mit dem Vollen geklemmt. Ist aber kein Problem, ich möchte ja mit meinen zwei Trümpfen sowieso überstechen. So, nun haben wir 18 Augen. Ich greife mal vor, im Nachhinein stellt sich raus, wenn ich jetzt zwei Asse hinziehe und wir zweimal 21 Augen abholen, das wäre möglich, dann kommen wir natürlich noch auf 60, oder wenn ich jetzt einfach Trumpf rausspiele, denn der Spieler hat seine Karte so gedrückt, dass er in jedem Blatt eine Faule dabei hatte. Das ist aber dann doch eben schwer zu sehen, und genau deswegen kann man das machen. Wo er nun ein Herz dabei hat, vermute ich natürlich noch einen Drilling bei ihm, nach dem üblichen Schema, nach dem Schema, was am häufigsten vorkommt. Und wenn dieser Drilling in Pik ist, dann kann mein Partner jetzt stechen und ich habe das Ass noch zurück. Und wenn der Drilling in Karo ist, dann macht Spieler 1 auch eine lange Nase und fliegt auf, wenn er keinen Pik hat. Jetzt bedient er allerdings den Pik König. Wir haben 22 und da fliegt auch noch die Karo Lusche, so dass wir jetzt natürlich auf jeden Fall gut aus dem Schneider kommen. Ich kann jetzt hier auch unterstechen. Und falls mein Partner tatsächlich doch noch einen Trumpfstich macht, dann langt es jetzt auch mit dem Karo Ass, wenn er noch einen Buben hat. Hat er aber nicht. Und damit wird das Spiel jetzt lässig gewonnen. Ja, mein Partner, man sieht das, der hat ein bisschen mit den Vollen geklemmt. Der hat die Herz-10 noch, der hat die Pik-10 noch, der hat die Karo-10 noch. Geht aber nur mit dem Herz-König, nur mit der Herz-Dame rauf, geht nur mit dem Pik-König rauf. Da wäre ein bisschen mehr Wagemut auch von seiner Seite angesagt gewesen. Dann hätten wir doch etwas näher an die Ziellinie, an die goldene 60er-Marke rankommen können. Zweites Spiel, ich spiele die 24. Das meine ich genau mit das Risiko ein wenig erhöhen, denn wenn hier nichts drin liegt, dann habe ich natürlich ein sehr, sehr schlappes Kreuzspiel nur, wo mir auch noch der alte fehlt. Komm aber nicht in die Verlegenheit, Spieler 1 legt nach mit einem Grang. So, er hat drei Buben, er hat die vier Karos. Es ist klar, dass er nicht Trumpf zu kurz kommt, weil er noch zwei Buben hat. Deswegen spiele ich jetzt auch direkt das Karo Ass ab, damit ich noch die nächste Wimmlung einsammeln kann. Und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Und wir sehen, es führt uns leider nicht besonders weit, denn der Alleinspieler hat kein Kreuz mehr und hat nur noch Stehkarten. Hier sehen wir das Herzkönig Lusche in der Hand, also so gut war der Gang gar nicht. Die Karo 10 war sicherheitshalber doch gedrückt, wusste er nicht, dass er am Anfang eingespielt wird. Ja, ein bisschen unglücklich bei uns verteilt. Wenn ich etwa statt Kreuz Ass und 10 Herz Ass und 10 habe, dann wäre dieser Gang ganz schnell im Eimer gewesen. Natürlich habe ich hier in Mittelhand 18 geboten, auf 20, auf den Herz, den ich ja spielen will, passe ich aber, denn das ergibt, hat wenig Aussicht auf Erfolg, wahrscheinlich reizt Spieler 3 sowieso weiter, und wenn er selber hätte Herz spielen wollen, dann bin ich auch froh, wenn ich nicht unbedingt drankomme. Nun spielt er Grang bei 20, und das macht natürlich zumindest mit meinen beiden Buben erstmal ja den Eindruck, dass wir vielleicht ihm etwas abknipsen können. Karo Aufschlag war jetzt erstmal nicht so glücklich, mein Blanker, danach auch Abwurf von meinem Partner. Das sieht ja irgendwie aus, als ob der Alleinspieler viermal Karo an der Seite hat und mein Partner die
Farbe geöffnet hat, aufgrund der 18er Reizung, die natürlich nicht so viel aussagt. Hier kommt jetzt die Anschiss 7, na, das steht aber so deutlich drauf, dass damit nicht besonders viel gefischt wird, nur zwei Bilder. Und jetzt zeigt sich hier die Beikarte des Alleinspielers. Ist ganz offensichtlich nicht so stark. Sehr wahrscheinlich fehlt ihm hier mindestens das Pik Ass. Sonst wäre der Unterzug hier ja Harakiri oder Selbstmordgefahr zu erkennen. Vermutlich fehlt ihm das Pik Ass, dann kann er es hier gar nicht mehr anders spielen. Und damit kommt er jetzt so oder so in schweres Fahrwasser. Er hat natürlich nur noch den Herzbuben, deswegen gehe ich auf keinen Fall mit dem Kreuz vollen rauf. Nur die drei Augen, wenn er den nicht sticht, dann kommt Bubenabzug und erstmal Kreuz Ass 10. Ja, das sind wahrscheinlich genau die Gedanken, die sich Spieler 3 in diesem Moment auch macht. Und deswegen, er hat eigentlich keine guten Optionen, wird er wohl stechen. Da hat er immerhin die fünf Augen noch mitgenommen. So ist es auch. Ja, nun Herz Ass macht es mir natürlich ganz leicht. Jetzt habe ich Rest, Herz 10 war ja auch schon weg, ich habe den letzten Buben, nur noch Stehkarten. Das glaube ich nicht, dass ihm das reicht. Und da kommt jetzt die Karo 10. Da kann man sich natürlich schon fragen, warum er die dann nicht direkt im dritten Stich gebracht hat, wo Spieler 1 noch gar nicht weiß, dass ich stechen kann. Stattdessen die Anschiss Karo 7, auf die keiner reingefallen ist. Jetzt kommt er natürlich hinten und vorne zu kurz, hat also ist nicht in die Nähe eines Sieges gekommen. Pik 10 hat er auch noch in der Hand. Keine 50 Augen erreicht. Vorhandspiel. Erneut, um mich in Geduld zu üben. Das Schöne an dieser Karte, da kann ich nicht besonders viel verkehrt machen. Das ist eine ganz klare, eindeutige Kiste. Spieler 3 hat natürlich was aufzuholen, spielt einen Grang. Und in dem Fall, denke ich, kann man auch mal ein Ass auf den Tisch legen. Sieht alles nicht so berauschend aus, was ich hier sonst im Eröffnungsangebot habe. Jetzt wird direkt mit dem Kreuz Buben gestochen und der Gang über die Dörfer. Gut möglich, also dass mein Partner noch die mittleren Buben hat. Das sind aber schon sehr viele Volle, die da nach Hause gehen. Gut, jetzt spätestens ist das Spiel wohl gewonnen. Wenn vielleicht Kreuz 10 gekommen wäre zuerst, dass ich nochmal stechen kann und dann ein paar Herz bringen, dann wären wir vielleicht noch in die Siegnähe gekommen. So natürlich nicht. Steche ich jetzt und naja, jetzt wird wohl gleich aufgegeben. Unwahrscheinlich, dass Spieler 3 jetzt noch Ambitionen auf weitere Stiche hat. So ist es auch, 83, also ganz deutlich gewonnen, obwohl nur ein Bube im Blatt war, ein Voller war sicher noch gedrückt. Ah, Spiel 5, da seid ihr doch, wo wart ihr denn so lange? Ist es nicht immer herrlich, wenn man nach einer gewissen Durststrecke die drei Buben oder auch vier endlich wieder begrüßen kann wie alte Bekannte? Selbst wenn dann im Stock nur so ein Müll wie jetzt liegt, kommt doch da ein ganz solides Spiel raus, der wird auch sauber gedrückt, also blanke Lusche und die Lusche unterm Ass weg, dann der Pik. Ist natürlich jetzt auch kein Riesenspiel, sobald vier Trümpfe dagegen sitzen, fängt das Ding natürlich schnell an zu brennen, wo gerade in Kreuz auch noch Ass und König fehlen. Ja, dass hier aber eine 10 angeboten wird, ist immer schon mal ein gutes Zeichen, das spricht für eine gleichmäßige Trumpfverteilung, denn wenn die Trümpfe 4 zu 1 stehen, dann sieht man häufig im Aufschlag auch nur 3-4 Augen auf dem Tisch, dann müssen die Alarmglocken erst recht klingeln, auch wenn man dann sowieso nicht viel Wehrmöglichkeiten hat. So, 14 Augen, Trumpf Ass sicher noch bei Spieler 1, das ist ja nicht so ungünstig. Jetzt hier kommt der Kreuz König und da gehe ich sofort mit der 10 rauf, denn damit ist das Spiel sicher gewonnen, egal wo das Kreuz Ass sitzt. Wenn ich jetzt tauche und hinten wird erstmal gewimmelt, weil Spieler 1 etwa aus dem Kreuz Ass zu viert und da durchspielt, dann mache ich womöglich doch noch eine lange Nase. Das tue ich mir nicht an. So sind es jetzt 39 Augen und es gibt noch einen Stich. Trumpf Ass ist natürlich auch draußen, aber wenn Spieler 3 jetzt eine Kreuz-Lusche zurückspielt, dann kann Spieler 1 nur das Trumpf Ass verstechen, dann auf 50 Augen. Und wenn er das nicht tut, weil er mit Kreuz 7, 9 noch den Stich machen möchte, dann sammle ich eben jetzt das Trumpf Ass ein und es gibt nur eine Wimmlung auf die Kreuz 9.
Klein, aber fein, immerhin gewonnen, 112 Punkte, und damit war es das auch schon wieder mit meinem Auftritt. Wie es natürlich wirklich um die Blätter bestellt ist, das kannst du online nicht so gut mitbekommen beim Reizvorgang wie am echten Tisch. Da siehst du es ein bisschen mehr, wo sind die Punkte, an denen wirklich überlegt wird. Ärgert sich ein Spieler, ob er nicht rankommt, möchte er gern weiter und kann dann aber doch nicht. All das kriegst du hier nicht ganz so mit. Jetzt haben wir erstmal nur eine 23er Reizung, das Herzspiel, wo nur drei Trümpfe bei mir stehen. Das sieht also nicht so aus, als ob wir Spieler 1 da irgendwie beeindrucken können. Würde mich jedenfalls wundern. Trümpfe fallen übereinander, als würden sie aneinander kleben, die Buben. Ja, das wäre es vielleicht gewesen, wenn Karo einmal bedient wird, dass sie nochmal überstechen kann. Ist aber nicht der Fall. Trumpf 3-3. Karo 10 gestochen, jetzt noch günstig abgeschmissen. Gut, wir sind mal wieder aus dem Schneider und damit ist mal wieder ein schnelles, wenn man auch so will, unspektakuläres, weil ja, Spiel zu Ende gegangen, die Kartenverteilung hat einen ganz gewissen Verlauf, wenn man so will, vorgegeben, da war auch nichts dran zu ändern. Zwischenspurt von Spieler 1, diesmal mit einem Kreuz, wieder ohne Gegenwehr und wieder auf den langen Weg die blanke Eröffnung, Schnitt mit dem König. Typische Konstellation wäre, dass beide, also Spieler 1 und Spieler 3, noch zwei Karos über haben, also Ass Lusche jetzt gegen die bestellte 10 steht. Es kann natürlich auch mal sein, dass Spieler 1 tatsächlich Karo Ass zu 4 dabei hat, die 10 jetzt blank ist. Das wäre zwar ärgerlich, auch das ist möglich. Wahrscheinlicher ist die andere Variante. Jetzt sehen wir hier, es war ein 6-Trümpfer mit 3, Trumpfstand ganz sauber. Zu dem vermuteten Karo Drilling hat der Alleinspieler also noch eine andere Karte. Da ist mir jetzt auch sofort klar, dass sie jetzt auf den Tisch kommt. Also wenn es jetzt eine Piklusche gekommen wäre, wäre ich auch sofort mit dem Ass raufmarschiert. Jetzt kommt aber die Herzlusche und mein Partner nimmt das Ass, 15 Augen. Jetzt muss von ihm, wenn er sie hat, die Pik 10 kommen, damit er mit der Karo 10 und meinem Pik Ass noch einen 21er Stich macht oder wir bei Abwurf Karo Lusche den 21er Stich in Pik machen. Herz 10 wäre auch nicht optimal, denn dann könnte Spieler 1 sehr wohl vermuten, dass ich Herz noch bedienen muss und seine Karo Fehlkarte auf die Herz 10 abschmeißen. Also Pflichtkarte Pik 10, kommt sie? Nein, es kommt Pik 9. Jetzt ist es immer noch möglich, dass mein Partner sie nicht hat. Doch er hat sie, also ein ganz klarer Patzer. Die Kartenkonstellation war durchleuchtet, wie es so schön heißt. Also unter Profis war alles klar. Das heißt, der Schneider war hier ein Geschenk. Ja, die Karte hat ganz schön abgebaut. Gerade wenn ich so die ersten beiden Spiele aus dem Turnier, wenn ich mich da nochmal dran erinnere, die sahen doch sehr schön aus, 2x72, aber davon ist jetzt hier im Mittelfeld der zweiten Serie nicht mehr viel zu spüren. Ich habe hier die 4 Trumpf dagegen, Trumpf 21 im ersten, oder habe ich mich jetzt vertan, zumindest habe ich den ersten Trumpfstich mitgenommen, jetzt bin ich wieder am Stich. Ich will natürlich auf keinen Fall einen vollen Hintern bei meinem Partner opfern oder riskieren. Deswegen jetzt nicht Karo hinterher, wenn der König gedrückt ist, fällt hinten, kann der Alleinspieler stechen, hinten fällt die 10. Da wechsle ich lieber durch die Farben, ist auch völlig ungefährlich, da ich keine vollen habe, kann ich nichts mit kaputt machen. Und jetzt muss mein Partner sich dann mal entscheiden, richtig zu wimmeln. Ich hoffe, dass die Karo 10 kommt. Es kommt aber nicht die Karo 10, es kommt das Pik Ass. Gut, das ist dann für mich eine Ansage, hier Pik hinterher zu spielen. Zwei Trümpfe hat der Alleinspieler noch, das heißt, hier versuche ich ihn jetzt doch in Trumpf zu kürzen. Das gelingt aber nicht, denn er hat Pik oben und da kommt die Karo 10. Das ist jetzt schon, ja, nicht so
erfreulich. Es ist ja typisch, dass ich auch gerade, wenn ich Trümpfe dagegen habe, auf den kurzen Weg eine lange Farbe öffne. Das heißt, statt Pik Ass zu wimmeln, Karo 10 wäre sicher der logischere, saubere Zug gewesen. Denn wenn der Alleinspieler etwa Karo Ass König hat, dann hätte er sehr wahrscheinlich auch geschnippelt. Also ich würde fast sagen, die Karo 10 ist hier die logische Pflichtwimmlung. Und wie wir jetzt gleich sehen werden, hätte uns das in dem Spiel viel, viel weitergebracht, denn jetzt sind tatsächlich Pik Dame und Pik Lusche beim Alleinspieler noch stark geworden, weil das Ass gewimmelt wurde und König 10 in einem Stich rausfiel. Also eine typische 5-Trumpf-Beikartenkonstellation, beide Asse blank gedrückt und den Drilling in der Hand. Mein Partner hat sowohl die Karo als auch die Herz 10, hat es aber vorgezogen, Pik Ass eben zu wimmeln, zugunsten des Alleinspielers. Hier kommt jetzt mein Lieblingsspiel, mein Favorit aus dieser Serie. Das müsst ihr euch mal anschauen. Nichts ist gereizt, ich habe einen absoluten Scherbenhaufen und Spieler 1 in Vorhand, der auf einem sehr guten Weg ist, 460 Punkte hat, spielt ohne Not Granghand. So, was glaubt ihr erstmal, wie hoch sind unsere Chancen? Also ich würde mal sagen, ein Schneeball im Ofen hat mehr Chancen zu überleben, als dass wir hier dieses Spiel schlagen. Das ist zumindest erstmal die Annahme, wenn ich mir hier mein Blatt anschaue. So, Kreuz Lusche abgeworfen, jetzt kommt Kreuz 10. Ich glaube nicht unbedingt, dass mein Partner jetzt hier das Kreuz Ass hat. Aber ich habe ja auch gar nicht wirklich gute Abwürfe im Blatt. Den Herz Drilling will ich nicht auflösen, Karo wäre auch zu früh. Ich muss mich ja fast von Pik trennen, ob ich dann die Lusche lege oder dann es schon mal drauf ankommen lassen mit einem Bild. Das tut auch nicht so viel zur Sache. Ich riskiere also das Bild, aber der Alleinspieler hat ganz offenbar auch noch das Ass. So, jetzt zieht er auch noch einen Buben, also das war der Moment, wo ich endgültig gedacht habe, es geht hier nur um Schneider. Bin also froh, dass ich die Herz-Lusche sehe von meinem Partner, da weiß ich dann, was ich hier zu halten habe, nämlich den Herz-König, der wird hier seinen Stich machen. Jetzt kommt auch noch das Kreuz-Ass. Jetzt muss ich mir ja eine 10 blank schmeißen, den Herz-König-Stich darf ich auf keinen Fall abtragen. Entscheidung hier für Pik Dame, denn zwischendrin hat mein Partner ja auch eine Karo-Lusche abgeworfen. Das heißt, Pik Ass hat er vielleicht eher und dann denke ich, mache ich am Ende vielleicht hier noch ein oder zwei Stiche für Schneider frei. So, jetzt die Überraschung. Mein Partner nimmt mit 17 Augen, noch ein Stich. Wir sind sehr gut raus. 53 und plötzlich stehen 60 zu Buche. Ja, was ist denn da passiert? Und noch bitterer, der Granghand war mit dreien, das heißt, ein Bube lag im Stock. Und in dem Moment war ich ja nun wirklich, muss ich zugeben, völlig perplex. Ich denke, was macht denn Spieler 1 da bei diesem Stand, sich so ein Spiel reinzulutschen? Hat denn der noch den Verstand verloren? Ich habe es wirklich geglaubt, bis ich mir im Nachgang erst nochmal dieses Spiel angeschaut habe. Und das war wirklich die Pest, wenn man so will. Er hat einen riesen Ansatz mit den beiden Alten. Ass 10 Lusche, Ass 10 Dame in Kreuz und in Herz und jeweils eine Lusche in Karo und Pik an der Seite. Er verliert jetzt nur, weil beide Könige zu dritt stehen und die Buben nicht verteilt kommen. Ja, Treppenwitz des lieben Skatgottes. Den Herzbuben hat er dann auch noch in den Skat gelegt, was der Alleinspieler nicht wissen konnte und leer seinen Buben hingezogen hat. Jetzt stehen also 240 Minuspunkte zu Buche und da kann man wieder sehen, ja, das Spiel war eben nicht unverlierbar aufgrund der Kreuz-Dame, die mit im Blatt war. Damit waren für uns theoretisch 61 möglich. 60 haben wir jetzt gemacht, weil ich den Pik-König abwerfen musste, mein Partner noch eine Dame gehalten hat, deswegen nur 60. Also im Nachhinein ganz sicher wieder so, doch lieber reinschauen, absichern, nicht wegen den 24 Punkten dieses Spiel riskieren. Das ist jetzt natürlich eine ganz ärgerliche Nummer für Spieler 1. Top-Spieler übrigens, ich habe es hinterher nachgeschaut, Finalist der letzten Weltmeisterschaft, also wirklich ein sehr erfahrener Top-Spieler, der wird dieses Risiko sicher auch abgewogen haben und sich entschlossen haben, auf eine so kurze Distanz geht er mal dieses Risiko ein. Ja, das ist eben immer ein Ritt auf der Rasierklinge und diesmal hat er sich dabei mächtig geschnitten.
Die Serie neigt sich schon dem Ende. Bei mir steht ein kleines, bescheidenes Peakspiel zu Buche. Ja, trotz alledem kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Es wurde ja bisher, zumindest habe ich es nicht beobachtet, dass ich grobe Schnitzer oder Fehler eingebaut hätte. Also alles im Rahmen dessen, was beim Skat eben so möglich ist. Du kannst nur die Karte kneten und das versuchen rauszuholen, was da rauszuholen ist. Mit Wasser kochen eben alle Spieler. Das heißt, es ist nicht an jedem Tag ein Turniersieg möglich, es ist nicht an jedem Tag eine Platzierung in den Top-Kategorien möglich. Aber, und das ist eigentlich das Wesentliche, du kannst es wenigstens immer versuchen, und deswegen bin ich jetzt auch noch überhaupt nicht resigniert, denn ich weiß, beim Skat kommen die Punkte eben nicht gleichmäßig, sondern die Blätter laufen teilweise verrückt. Erst kommt rundenlang gar nichts und dann 3, 4 Riesenspiele am Stück. Das kann also immer noch sich zu meinen Gunsten drehen. Und wenn wir auf die Punkte gucken, bin ich ja mit diesen bescheidenen 152 Punkten am Tisch zumindest noch vorne mit dabei. Also nichts los. Und da haben wir es jetzt im Spiel 11. Jetzt muss ich natürlich mal den Gang machen. Erst wollte ich hier Pik, hatte ich mich noch verschaut. Ich dachte, ich hätte nur den Pik-Buben, wo ich den Kreuzbuben dann noch erspäht habe am linken Rand meines Blattes, habe ich jetzt doch gesagt, das Ding geht jetzt als Krang, gerade wo ich noch eine 10 im Keller habe. Ja, sitzt auch alles glatt, wird direkt eingespielt, Buben verteilt, damit fast immer Schneider, es sei denn, Pik König steht nur wieder zu dritt, und genau das ist der Fall. Pik König steht zu dritt, und damit schwindet die Schneiderchance natürlich, denn Herz wurde aufgespielt, und das ist ein ziemlich untrügliches Zeichen, dass Herz nicht 2-2 steht, dass also jetzt noch einer beide Herzen über hat und einen Stich einsackt. Gut, da haben wir es im 12. Spiel. Kann ich noch mal ein bisschen reizen? Die beiden Alten und 6 Trümpfe in Pik. Mir fehlt noch die Stabilität in der Beikarte, aber mit Handbremse lösen meine ich genau solche Spiele. Da musst du dann einfach mithalten, hoffen, dass irgendeine kleine Verstärkung noch drin liegt, und da gibt es ja viele Möglichkeiten. So wie hier zum Beispiel zu sehen, Herz, Bube und Karo Ass, das ist natürlich wieder eine Luxusfindung. Aber auch sonst, der 7. Trumpf, das 1. Ass, der Drilling in Kreuz, es hätte viele Karten gegeben, die das Spiel einigermaßen verstärken. So ist es natürlich jetzt wirklich ein richtiger Riese gewesen, geworden. Da war ich schon kurz damit am Liebäugeln, jetzt einen Grang zu spielen. Hab allerdings das Problem, dass ich in Mittelhand bin und einfach zu kurz komme. Kann nicht davon ausgehen, dass ich in Karo eingespielt werde, sondern stechen, ziehen, Pik klären, und dann ist das Pik Ass immer noch draußen. Also doch nur den Pik. Ja, jetzt ist hier eine Überlegung abzuschmeißen, aber dann bleibe ich in Mittelhand, und dann stehen plötzlich Überstichszenarien. Es kann auch hinten aufgrund der 27er Reizung ja durchaus mal 5 Karos sitzen, dann wird der nächste Kreuz übergestochen und dann Karo 10 vorne vorgestochen. Das riskiere ich jetzt nicht nur für einen Schneider. Dann ziehe ich jetzt lieber von oben, und der Schneider kann immer noch gehen, wenn Trumpf nicht zu viert steht. Das ist auch nicht der Fall, und wenn jetzt nicht die Karo 10 gehalten wird, ja, um das so ein bisschen zu verschleiern, ziehe ich hier sogar noch mal das Ass, aber das ist natürlich auch durchsichtig. Also, nachdem ich Kreuz schon gestochen habe, wird es mit dem Schneider nur was, wenn die Gegenspieler jetzt hier einen Bock einbauen. Das tun sie aber nicht. So, da ist die Serie vorbei. Bei mir hat es mit den beiden schönen Spielen hinten raus noch für 350 fast gereicht. Damit bin ich jetzt insgesamt auf 620, gehe in die letzten 12 Spiele schon mit der Chance, noch mit einer 5-600er Liste in die ersten 5 reinzukommen. Da muss aber schon alles auf Schienen laufen. Ansonsten, wie ich schon sagte, das interessanteste Spiel der Liste war sicher der Granghand in Spiel 9. Der hat Spieler 1 auf die Matte geschickt, Spieler 1 und Spieler 3 können in diesem Turnier sich wohl nicht mehr so viele Chancen errechnen.